Und damit hallo und herzlich willkommen, Freunde. So, kleine Info zu Vigor. Und zwar habe ich gerade meine PlayStation angemacht und habe gesehen, dass es einen Hotfix, also ein Update gibt für Vigor. Und zwar die Version 1.03. Es soll wohl die Blue Screens ausmerzen. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Also ich meine, war ja schon lange mal die Rede, dass ein Update kommen soll, sogar irgendwie vor oder nach Weihnachten 2020. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber na gut. Hauptsache, es kommt ja irgendwann mal. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir da jetzt immer noch rausfliegen, beziehungsweise ob wir den CE-Fehler kriegen. Das ist ja dieser CE-Fehler, was man dann Das bekommt. steht noch in Aufmerksamkeit. Und ich hatte jetzt das Problem jetzt nicht unbedingt mit der PlayStation 5, dass ich oft diesen CE-Fehler bekommen habe, zum Glück, sondern eher das Problem, dass wenn ich in einer Lobby war, dass wir dann einfach, dass einfach einer rausgeflogen ist, zum Beispiel aus der Lobby und gar nicht mit auf den Server gejoint ist. Ich hoffe mal, dass dieses Problem mit inbegriffen ist, dass das auch weg ist. Aber ja, das werden wir sehen. Also wir spielen auf jeden Fall heute Abend Vigor wieder und ja, gucken gleich mal, ob wir da nicht mehr rausfliegen dann, ne? Also, dann sehen wir uns heute Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis nachher. Ciao.